Uns beschäftigt heute in Brisant die Frage, was steckt hinter dem Feuer im Krefelder Zoo? Inzwischen weiß die Polizei da mehr. Es gibt Verdächtige und die Trauer um diese toten Tiere, die ist riesengroß. Wir berichten ausführlich gleich. Und dann sagen wir liebevoll Tschüss bei Jan Fedder. Alte Bekannte und Freunde verabschieden sich von ihrem Lieblingsbullen. Und das tun wir auch hier heute in Brisant. Und dann gibt es noch Neues von ihr, Natasja Kinski. Die Tochter von Schauspiellegende Klaus Kinski überrascht nämlich heute bei uns mit einem besonderen Talent. Auch das gleich. Und da sind auch wir wieder in 2020. Ja, plötzlich ist es da, auch für uns das neue Jahr. Wir hoffen, Sie sind alle gut rübergerutscht und wir freuen uns, wenn Sie uns durchs neue Brisantjahr begleiten. Und das starten wir jetzt. Es war wohl ein Fehler. Unachtsamkeit, Leichtsinn, der in der Silvesternacht im Krefelder Zoo eine Riesentragödie ausgelöst hat. Und die Trauer darüber, die ist überwältigend groß auch heute. Inzwischen hat die Polizei 3 Verdächtige ausgemacht. Und wenn es sich denn alles am Ende so bestätigt, haben Himmelslaternen dieses große Unglück ausgelöst, bei dem mehr als 30 Affen, darunter auch Menschenaffen, qualvoll starben. Wegen der hohen Brandgefahr sind diese Himmelslaternen fast überall in Deutschland eigentlich verboten. Auf der Flucht vor den großen Flammen sind auch zehntausende Urlauber inzwischen in Australien, die aufgefordert wurden, die Sperrzone rund um die Brände zu verlassen. Die Buschfeuer, sie lassen einfach nicht nach. Das ist ein großes Thema gleich hier bei uns in der Sendung. Es ist noch etwas anderes in dieser Silvesternacht passiert. Ein Zwischenfall, der großes Entsetzen ausgelöst hat und eine Diskussion um die Frage, wie Gewalt so eskalieren kann. In Leipzig ist ein Polizist angegriffen worden bei Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und Polizisten. Und dieser Angriff, der war so schwer, so berichten es die Kollegen des Polizisten, dass der Mann erhebliche Verletzungen erlitt. Aber nicht nur in Leipzig ist Unschönes passiert in dieser Silvesternacht. Also da kommt vielleicht noch einiges nach. Das neue Jahr hat mit einem türkischen Wettermix begonnen, haben Sie sicherlich gemerkt. Besonders im Auto ist es unschön. Eigentlich sieht es aber toll aus, Sonne und Kälte draußen. Aber dazu gab es jetzt eben auch dichten Nebel und glatte Straßen. Und so ist so mancher anders ins neue Jahr gerutscht, als einem das so lieb sein kann. Das neue Jahr beginnt in Australien, ja, eigentlich wie das alte geendet hat, nämlich mit einem Blick in einen rot-grauen Himmel, der inzwischen fast schon so ein bisschen zum Symbol geworden ist für die schweren Brände dort, die einfach nicht nachlassen wollen. Man hat nun eine Sperrzone errichtet und Urlauber und Einheimische sind aufgefordert, diese nun in den nächsten 48 Stunden zu verlassen. Und unterdessen versucht Australien weiter, die Feuer irgendwie in den Griff zu kriegen, denn auch die Zahl der Opfer, die steigt weiter. Also alarmierende Neuigkeiten auch heute von dort. Hunde können ja sehr wachsam sein und manchmal sind sie sogar Lebensretter. Dazu jetzt mehr, wir haben noch mal Kurznachrichten für Sie. Das erste Bundesland warnt Eltern und Jugendliche mit diesem abschreckenden Video hier. Es geht darum, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass man weiß, auf wen sich Kinder einlassen, ganz privat. Das Video warnt nämlich vor sogenannten Loverboys, die Mädchen die große Liebe versprechen. Und am Ende landen sie hier. Ein schmutziges Geschäft auf der Straße. Sie sind am Ende Prostituierte. Und davor will dieses Video warnen und auch ehemalige Betroffene. Also so ein wichtiges Thema. Wir starten natürlich auch ins neue Brisantjahr prominent. Und da überrascht uns eine Schauspielerin heute mit ihrem besonderen Talent. Dann verabschieden wir uns schmerzlich von Jan Fedder. Und wir gucken auf Promis, die sich besonders auf 2020 freuen können. Und los geht's jetzt. Mit ihm ist ein Stückchen Hamburg gestorben am Tag vor Silvester. Und viele vermissen ihn schmerzlich. Jan Fedder. Wer diesen Mann kannte, der erinnert sich an so vieles. Diese offene, herzliche Art, diese freche Hamburger Schnauze, die hatte er, und an wilde Abende. Denn als es ihm noch so richtig gut ging, da rauchte er und trank und feierte immer bis zum Schluss. In Hamburg sagt man Tschüss und Sie wissen, das heißt auf Wiedersehen. Ja, dem danke, Jan, dem schießen wir uns an, Jan Fedder. Wir wollen noch mal gucken auf seine großen Rollen. Da gibt es ja so viel zu erinnern. Das Boot, Großstadtrevier, vieles mehr haben wir zusammengestellt für Sie auf brisant.de. Es lohnt sich unbedingt, noch mal drauf zu gucken.
So, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik im Studio. Den Song, den kennen Sie ganz sicher. Schauen Sie mal, damals, Mensch, da gab es noch Ausschnitte für Herrn. Das war ja zackig, wow. Ja, George McRae hieß der Mann. Und den hätten wir jetzt nicht unbedingt zusammengebracht mit ihr. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Natasja Kinski, Tochter von Schauspiellegende Klaus Kinski, ist selbst Schauspielerin geworden. Und ab und zu singt sie auch. Und da gibt sie immer alles rein. Und so kam es jetzt zu diesem besonderen Duett. Diese beiden. Hier, jetzt kommt's. Und schon sind wir drin, 2020. Ja, man muss es immer noch mal mitdenken. Jetzt ist die Zahl da. Und damit schauen wir auch auf ein neues Kinojahrzehnt. Und die Stars, die uns im letzten begleitet haben und die, von denen unser Kinoexperte sagt, Achtung, von denen werden wir noch ganz viel hören. Also machen wir jetzt Film ab. Hier sind die Durchsteiger, Aufsteiger, Überflieger. Es fehlt eigentlich nur noch mein Popcorn. Da. Da freuen wir uns auf mehr Kino im neuen Jahr. Und jetzt gucken wir mal, was machen die echten Royals eigentlich? Prinz William und Prinz Harry, die liefern sich gerade ein spannendes Rennen. Und einer hat die Nase vorn, so typisch kleiner Bruder, großer Bruder. Und wir machen noch mal Film. Sie ist jung, sie ist frech und sie hat sich in den letzten Jahren in den deutschen Filmen wirklich raufgespielt. Wir sind ganz verzückt von Lisa Bitter. Seit 5 Jahren Assistentin von Ulrike Volkerts im Tatort. Und heute Abend, da geht sie fremd. Es lohnt sich auch für eine Hauptrolle in der Charlotte Link-Verfilmung Im Tal des Fuchses. Tolle Frau und wir haben gesprochen über ihre vielen verschiedenen Rollen und darüber, wo sie überall einen Koffer stehen hat und wo ihr Herz zu Hause ist. Und jetzt kommt sie. Also das heute Abend und das war unsere erste Sendung im neuen Jahr. Wir freuen uns auf viele, viele weitere mit Ihnen und wünschen jetzt einen ganz schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.